Jetzt geht's auch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory mit dem Gearwolf. Hallo, hallo, mit demjenigen, der einen kleinen Fauxpas passiert ist. Weil bei mir hat es, wie redet der Horn einmal, was heißt der Horn? Freilich bin ich daheim. Aber außer heute Aufnahme wollte ich eigentlich mal in das Spiel einschauen und auf einmal hat es geheißen, Dateien von Cloud laden oder Datei von Cloud hochladen. Dann habe ich einfach mal Dateien von Cloud, weil ich habe es in der Cloud gespeichert. Mit der Oberlohner, zack, bumm, war mein Spielstand weg. Und dann haben wir gedacht, na okay, nochmal anfangen ist blöd, jetzt habe ich halt das einmal ein bisschen, außer natürlich baut, auch in einem anderen Platz, andere Position. Und oft hat gleich ein bisschen so baut, dass alles sauber ausgelastet ist. Schon. Er hat schon ordentlich baut. Muss man ihm schon lassen. Ja. Schaut alles schön aus. Alles schick. Bis auf der Baum da, der nervt mich. Ja, Scheiß Natur. So weit bin ich halt noch nicht mehr gekommen. Zum Beispiel auch mit den Forschungen hat es uns ein wenig zurückgeworfen. Da haben wir noch nicht so viel gehabt. Na ja. Na gut. Dann kümmerst du dir jetzt ein bisschen um Strom? Genau, ich mache jetzt dann Strom und ich schaue jetzt zu den Hektar ein wenig zu, wie er die schöne Map erkunden tut. Ja, weil das mit dem Splitscreen da, das hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt müssen wir es halt so machen, dass wir uns hier und da mal abwechseln mit den Folgen, wer es aufnimmt. Ja, nein, das war cool gewesen. Echt geil gewesen. Müssen wir nur weiter verfolgen, ob es vielleicht funktioniert so irgendwann noch. Genau, wir marschieren los. Ja. Also ich bin dann mal weg, gell? Jawohl. Man hört sich wieder. Ja. Ja, jetzt habe ich es wieder vergessen, gell? Wir wollten uns doch noch bedanken. Ja. Für den Tipp. Für einen ganz coolen Tipp, ja. An der oder die, ich weiß jetzt nicht genau, Veram 1381, danke für den Tipp mit der Leertaste, dass man da nicht daran klicken muss oder auf der linken Maustaste bleiben muss, wenn man was mit der Hand fertigt. War sehr, sehr hilfreich. Ich habe das natürlich schon gewusst. Ja, du schon. Du bist ja euer Pro-Gamer, ich bin nur der Noob. Ja. Ich kann nur ballern und töten und Zombies killen, aber sowas kann ich nicht. Vielen Dank dafür. Das erleichtert natürlich alles um einiges. Was habe ich jetzt freigeschaltet? Was habe ich gemacht? Achso, ich habe die Pflanzen ja noch nie gesammelt auf dem Spielstand. Oh. iFixit. Wie komme ich da hoch? Kriegen wir eigentlich irgendwann sowas wie ein Jetpack? Das gibt's auch mal. Und vor allem, schauen wir. Du hast bestimmt jetzt da nichts mitgenommen, dass du unter dem Geher so eine Forschungsstation bauen kannst, oder? Natürlich nicht. Nicht. Oder was kostet das? Ich weiß nicht. Ja, da brauchst du verstärkte Eisenplatten. Weißt du, vielleicht hast du das mitgenommen? Nein, ich habe Eisen dabei und Beton. Also alles, was ich brauche, halt, um eine Mine zu bauen. Mhm. Ja, da kannst du eventuell oft da mobile Werkstattbau, dass du oft das herstellst, weil wenn du selbst nice findest, kannst du es gleich forschen, dann weißt du, was wir gleich weitersuchen müssen. Ich habe Rohquarz gefunden. Cool. Rohquarz ist auch cool, aber am allergeiler war Mysteria, als weiß ich es nicht mehr. Vorher habe ich es gewusst. Mysteria, man weiß nicht, wie es heißt. Das war aber keine Mine, nicht. Das war bloß ein einzelner Brocken, weil ich da jetzt gefunden habe. Ja, und das geht. Ihr nehmt es mit M, weil da gibt es oft einmal die intelligenten Splitter und das war natürlich das Ideale. Ja, da haben wir wenigstens irgendwas Intelligenz haben bei uns. Muss wenigstens der Splitter intelligent sein. Ja. Würde ich schon sagen, schau, da fliegt der Heißluftballon, da weiß das eine Pflanze. Ein riesiger, pflanzerig. Eine riesige Pflanze fliegt da. Ja, schau, da fliegt der Vogel. Schau, wie der Dauer die Vogel da fliegt. Ja. Ich glaube, das probiere ich auch mal, das, was du, weil du da ja, gell? Nimmst. Was ist das? Also, hä? Muss aufheben. Kann ich abbauen? Nein, das ist bloß Deko. Da geht's aber runter.
Ich habe einen großen Krater gefunden. Mit irgendeinem Vorkommen drunten. Versteckte Essenplatten. Na toll. Und eh schon wieder. Kann man eigentlich da Markierungen auf der Map setzen? Ja. Ach wenn so, du auf die okay. Ja, hab schon gefunden. Danke, danke. Danke, Anke. Nun zurück zu Lück. Zurück zum Hans. Was habe ich da gefunden? Bauxit. Ich habe Bauxit gefunden. Nimm mal es mit. Ich nehme es mit. Und wenn es in ein Loch rein, irgendwo, vielleicht gibt es zufällig in ein Loch rein, da gibt es auch ganz gute Sachen. In einem Loch. In einem Loch, ja, in einem ganz tiefen Loch, da sind Spinnen. Aber bevor du dir in so ein Spinnending reingehst, musst du halt dann warnen für Leute, die was die Arachnophobie haben. Mit den Spinnen. Also ich zum Beispiel, bei mir sieht man schöne Katzen. Das sind keine echte Spinnen, das sind ja Aliens. Noch schlimmer. Kalkstein habe ich gefunden da. Mach ich mal eine Markierung, falls wir noch mehr Kalkstein brauchen. Dann, was muss ich da drücken? Das da? Da hin. Kann man das auch benennen? Aber benennen kann ich es nicht, da ist jetzt so ein Steinsymbol. Okay. Okay. Da ist eine goldene Schnecke. Schnecke. Die wird aber bewacht von irgendwas Größerem, wie das, was ich jetzt getötet habe. Ja, mit der, da musst du durch. Unautorisiert feindliche. Ich nehme die Schnecke. Gelbe Schnecke, nicht golden. Gelbe. Du bist da unten und ich bin da, Roma. Du erwischst mich nicht. Du erwischst mich nicht. Nein. Fang ihn, du. Hör noch nicht. Das schaffst du. Das schafft er wirklich. Er ist auf dem Felsen gehupft. Arschloch, geh weg. Aua. Nein, töte mich nicht. Ich töte dich auch nicht. Töte ihn. Da kommst du nie drauf. Verpiss dich. Wo ist jetzt da die Übertaktung nochmal gewesen? Da brauch ich noch 25 muss was Eisenplatten. Essen. Das Viech hat mich ganz schön drauf, ey. Blödes Ding. Oh, jetzt ist schon wieder da. Oh. Ich meine, da kommt es nicht auf, wo ich bin. Panik. Panik auf der Titanic. Ja, sterben, wenn du es, gell? Nein, ist jetzt eine Nuss. Blödes Tier. Ich will mal Übertaktung mal forschen. Und Schnecken. Braucht man Schnecken. Ja, ich habe eine gelbe Schnecke dabei. Jetzt habe ich die ganzen Nüsse gegessen. Ich habe da noch mehr Nüsse dabei. Jetzt können wir übertacken, aber jetzt haben wir da vielleicht da noch zufällig was Schnecke drin. Hätte man jetzt schon mal mehr gehabt. Das Viech hat mich festgenagelt. Und das gibt er nicht auf. Gott, jetzt kommt es bestimmt von oben, oder? Ja, das ist nicht einmal dumm, das Tier. Oh mein Gott, intelligentes Tier. Was habe ich da gefunden? Kupfer, das kennen wir schon. Gib wieder auf, ich tue da doch nichts. Jetzt wieder käme. Ausweichprozedere Delta Alpha. Klingt noch Spaß bei dir. Ja, ich hab furchtbar viel Spaß. Oh, ein Schwammerl. Sag ich her. Oh, noch ganz viel Schwammerl. Juhu. Schwammerl. Ein Schwammerl. Einen Pilz habe ich gefunden. Genau, ich wollte gerade sagen, für die Leute, die es nicht wissen, das ist ein Pilz. Für unsere hochdeutschen Zuschauer ein Pilz. Ah, du bist der Kleiner, die kann ich töten. Da geh her. Die bringe ich um. Rache für das, der mich dein Großer so geärgert hat. So, was hast du davor? Kann ich denn jetzt so nicht sitzen? 150 Meter, wenn du bis zum Schwefel. Was ist das? Warum leuchtet das grün? Es leuchtet grün. Was macht das? Eine Mercia-Sphäre habe ich gefunden. Wow! Das sind auch geil. Harvest. Hä? Das hätte ich jetzt auch mitgekriegt, ohne das, was man sagt. Nein, es ist schon der nächste. 85 Meter noch bis zum Schwefel. So ist das Savi. Was bist denn du? Oh mein Gott, was bist denn du für ein Tier? Oh, die schießt mir Feuerbälle. Oh, interessantes Tier quasi. Geh, du Viech.
Bring die um. Getotet. Na, unrein. Achso, das ist ein unreiner Schwefel. And only turns volatile when exposed to one of the chemical elements in the air. Ja, das habe ich mitgekriegt, dass das Chemikalien aus dem Mund ist, die explodieren. Du hast uns Spaß. Ja, war der Spaß. So, jetzt bauen wir da mal Mine drauf. Wo bauen wir denn mir da drüben? Oh, das wird aber ewig für ein Bandel. 900 Meter. Zwei Schnecken. Muss ich jetzt wirklich auch noch auf Schneckenjacke? Ich habe bloß eine gelbe gefunden. Ich weiß nicht, was brauchst du für Schnecken? Na, einfach Schnecken. Die kann man dann auf Batterie machen, weil jetzt können wir ja übertanken, aber da habe ich halt meine Batterie hergemessen. Achso, du möchtest ja immer ein Gerüst drunter haben, gell? Mal wieder was dabei, da ich Fundamente bauen kann. Ja. Machen wir da mal ein Fundament. Wie kann ich in Höhen verstellen? Dass das wäre ausschaut. Drehen, bauen. Und wenn du die Ding hast. Dann druckst du auf Shift, dann tust du sie ins Weltraster einordnen. Dann haben wir alles gleich. Ich hab dreisamer, da ist irgendwas passiert. Also ich bleibe auf Shift, da passiert gar nichts. Ah, nicht Shift. Steuerung. Aha. STRG. So, wir kriegen jetzt doppelt so viel Kalk, Zement. So, dann muss jetzt geht. Dann ist das meine nächste Aufgabe, nur noch verstärkte Eisenplatten zum Herstellen. Wenn das irgendwo unser Base, ich muss einmal grob in die Richtung aus. So, Schwefelding steht. Ich mache meine Markierung hier. Was markiere ich denn da? Ein Werkzeugkoffer. Ist Schwefel eigentlich schon erforscht? Blöde Frage. Ja, die erste Stufe, ja. Jetzt stehen ein Zwei da drauf. Jetzt mal weiter gescheit auf den Nerven, Mist, das sag ich euch. Also, das geht ja noch gar nicht. Sehst du auf deinem Kompass jetzt die Markierung mit dem Fabriksymbol? Ja, Schwefel. Genau, da ist der Schwefel. Ist jetzt nicht gerade ums Haus rum. Ja, wer weiß, irgendwann, wenn wir dann deine LKWs machen können oder Züge. Ja. Dann schauen wir uns da noch ein bisschen um, wenn wir schon da hinten sind. Ich tue mal einen Meilenstein. Erforsch. Machen. Forsch, du Hund. Wir haben da den Blatt. Bausimulator. Da geht's weiter, aber da hoffen wir nicht, aber. Brauchen wir unbedingt. Ja, ich hab da quasi einen Finger auf E, wenn ich da rumlaufe. Da irgendwo eine Snecke, die hängen doch gerne da so an Abhängen rum. Das ist wieder so ein Schießviech. Da ist ein kaputtes Teil, was ist das? Also ein mechanisches Fahrzeug oder irgendwie so. Da gibt es Festplatten, glaube ich. Oder andere Sachen. So, ich schicke mal weg. Was schickst du weg? So, Meilenstein, ja. Aber aussieht das Ding. Milestone reached. Oh Gott, dann aber viel Viecher. Was haben wir denn jetzt mit dem Meilenstein?
Teilmontage, Kupferblech, Rotor, modulare, intelligente Beschichtung, also noch mehr. Braucht dieser so ein Fabrikator? Oh, super, muss ich das jetzt herrichten, ne? Huch! Zwei von die Viecher auf einmal ist ziemlich stressig. Was haben wir denn da? Ah, Eisenstangen, Kupferdraht, irgendein komisch Drum. Bin noch nie gesehen in meinem Leben. Ein Haufen Schrauben. Scheint ein Versorgungsteil zu gewesen sein, was da gestürzt ist. Versteckte Eisenplatten. Zement. Da liegt ja alles umeinander, was man so brauchen kann. Sackelzement. Sackelzement. Ein Rotor. Und ich hab auch Festplatte gefunden, ja. Und 35 Rotoren habe ich auch gefunden. All pioneers are contractually obliged to preserve and secure any recovered hard drives for analysis in the MAM, which may result in braucht man zwei Fabrikatoren? Versteckte Eisenplatten braucht man Tisch. Hört sich aufkommen. Ja. Ich glaube, ich habe alles, was da rumgelegen ist. Ja. Das Ding ist gelootet. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Looter? Looter. Also so ein Nuss bringt aber, wir brauchen irgendwie ein bisschen Nahrung zum Aufheilen, da so ein Nuss bringt nicht viel. Ja, kann man dann alles machen. Hallo Viech, kennst du meinen Laserschocker schon? Ist ein ganz toller Laserschocker. Danke. Oh, jetzt fällt ja die Schlucht, habe ich. Oh, wie stylisch. Das Wandertag. Was ist das? Wenn ich da abhüpfe, komme ich nie wieder zurück. Und bei mir Bautag. Ich mache jetzt gleich. Schwefel. Nein, ist kein Schwefel. Also wenn ich noch zwei Fabrikatoren hinbaue. Um. Schöne Sachen bauen kann. Ist. G? Ja. H? Ah, genau. H, wenn du drückst. Wenn du jetzt einen Bauplan hast und den Maxi bau und drückst H, dann tut sich der Bauplan festsnacken. Du laufe. Das sehen wir dann. Jetzt gehen wir erst einmal oben. Was habe ich da gefunden? Katerium jetzt, okay. Oder was ist Katerium? Ich weiß nicht, ich nehme es mal mit. Da machen wir jetzt nicht viel. Platten? Muss ich bloß schauen, wie ich wieder heimkomme. Schaut schlecht aus. Ich bin da nicht mehr rauf. Na, dann muss er einen anderen Weg suchen. Ja, gibt es keinen anderen Weg. Er braucht jetzt 60 Schrauben. Dann nehme ich da, sind eh Schrauben drin. Der macht aber nur 40. Brauche ich 60 Schrauben. Dann bauen wir eine Rampe. Gut, da ich nur Material dabei habe. Und 30 Eisenplatten. Gut, dass wir genug Material dabei gehabt haben, um uns hochgebaut. Na schau, ja. Hast du aber cheaten können, gell? Ja. Was ist das? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ein rotes Tier. Da gehen wir her. Ich. 30 Eisenplatten. Ich glaube, dich habe ich noch nicht getötet. Gehen wir her. Nicht weglaufen. Da gehst du her. Gut. Ist nicht. Ist weg. Da ist. 30 Eisenplatten. Geh mehr. Du Sau. Lauf ich nicht so schnell, erwischt dich ja nicht. Brauch mal den Splitter. Ich hab dich doch gestreichelt. Ich bin der Brave. Komm, chill. Ich streichel den die ganze Zeit, aber der bleibt nicht stehen. Kann man den fangen? Wenn ja, wie?
Du darfst ihn halt nicht in voller Geschwindigkeit streicheln. Ja, aber der läuft ja weg von mir. Ah, falsch. Ja, dann lass das bleiben, du blödes Tier. Wieso, was war's denn für was? Ach, so ein kleines rotes. So ein Hund? Hast du Bären reingeworfen? Hast du Bären reingeschoben? Dann musst du eine Bäre vor ihm hinwerfen. Das ist der. Das ist der Affe. Wir müssen erstmal wieder wehren gegen einen Explosionsschießer da. Ja, so ist der Fall. Leg die rein von ihm im Jahr, kriegt sie fix. Wenn ich da so eine komische Summe hier, das ist immer das Zeichen. Ah, Schnecke, ja genau. Sag es her. Blaue Schnecke. Haben wir wieder eine. Wo ist jetzt das Vieh hin? Bären, sagst du, brauche ich? Bären, habe ich Bären? Alle Bäre. Wie schmeiße ich die? Hallo, Tier. Das ist weg. Nicht. Das Viech. Nächstes Mal bringe ich es um, dann hat es davon. Der ist aber so brutal. Ja, ich spiele doch bloß Spiele, wo man irgendwas umbringen muss. Ich bin das nicht gewohnt, dass ich da nichts umbringen kann. Federband ist zu geil, zu steil. Kann ich das da ernten? Schaust komisch aus, du riesige Blume. Geh mal her da. Nein, kann man nicht ernten. Warum geht das da nicht auf? Das weiß keiner. Irgendein Erfolg habe ich da. Versuche das zu heilen, Natur. Zerstöre 1000 Laub. Versuche das zu heilen, du Natur. Scheiß Natur. Ist das? Pilze. Komm auch nicht an. Was soll denn das? So, jetzt kommen da 60, 30 Eisenplatten. Zu dem komischen Giftgas können wir noch nicht reinigen, gell? Das tötet uns. Ja, das tut da ziemlich weh noch. Oder dass es ein paar aggressive Tiere gibt, die ich töten kann. So ein Katerium-Erz, das nehmen wir auch noch mit. Eine ganz lahm mit Larry Hentorn kommen. Haben wir zum Vorschnamen für den Murph. Wie nah kann ich da zubiegen? Oh, nicht nah. An das Grüne kann man nicht nah zubiegen. Das tötet ziemlich auf Distanz. Er schafft nur 5 in der Minute. Was denn? Der Fabrikator jetzt mit verstärkten Eisenplatten. 5 Platten schafft er bloß. Und der Rotor braucht 25 Schrauben. Erst morgen. 100 Schrauben? Oh, Schluss. Schaffen wir ja noch gar nicht. 20 Eisenstangen in der Minute. Jetzt hast du mich glatt drauf, du Blitzviech. Da geh her. Box die nieder, du Sau, du. Du Elch des Todes. Hm. Ich möchte die Viecher gar nicht töten, aber die greifen mir ja alle an. Was soll ich machen? Das ist ein reiner Selbsterhaltungstrieb. 20 in der Minute Eisenstangen. Ich finde wahrscheinlich nie wieder warm. Ich höre eine Schnecke, aber ich sehe es nicht. Hängt
Bestimmt an der blöden Schlucht oder hupf ich nicht, aber da komme ich ja nie wieder rauf. Es ist zwar jetzt schön, überhaupt nicht, aber dem. Schön jetzt überhaupt machen wir nicht? Erstmal die ganzen. Ja, was bist schön du? Überhaupt nicht, aber jetzt machen wir erstmal die ganzen Grundnahrungsmittel. Grundnahrungsmittel? Ja. Okay. Was haben wir mit der Edeka? Wir lieben Lebensmittel. Ja. Dann können wir gleich noch das Kupferblech herstellen. Braucht man noch eine Kupfermine? Nur eine. Ja, haben wir sowieso erst eine. Eine Kupfermine. Die, wie tut man das scannen nochmal auf? V, oh. Glaube ich. Ja. Da hinten. Was da hoch? Ja, immer. Wie machen wir das, dass es nichts wird? Jetzt werden wir nichts geholfen haben, gell? Nein, jetzt hat man nichts geholfen. Ich sehe die Schnecke und ich komme nicht hin. Kruzifix. Abbauen war F. Nehmen wir mal einen Strom mit hinterher. Wie macht man das damals da aufgekommen? So vielleicht. Und dann vielleicht eine Rampe. Und wenn's. Jetzt fällt mir drauf. Und wenn's du baust und möchtest dasselbe nochmal bauen, dann musst du das Objekt, wo du bauen möchtest, anschauen und dann den mittleren Maustastendrucker, dann kopierst du das. Okay. Nein, das ist gar keine Schnecke. Was bist denn du? Ein Sommerloop. Der findet die coolen Sachen. Warte, mach mir erst ein Foto, bevor ich es abbaue. Ja, wie ist der Fotomodus? Oh, den weiß ich jetzt nicht. Müssen jetzt in die Einstellungen schnell schauen. Ausblenden hab. Fassen wir. Nein, gibt es ein Foto. Warte, schau ich da schnell. Option. Steuerung. Taschenlampe, Escaping, bla, Chat. Fotomodus. Puh. Ah, wie Potos. Okay. Wie Potos, ja. Ah, nein, jetzt bin ich runtergefallen. Ich bewege nicht die Kamera, ich bewege mich selber, das ist natürlich doof. Foto gespeichert. Mal schauen, wo sie speichert. So, das soll jetzt aber wieder gewesen sein für die Folge. Eh schon wieder? Ja, seltsam vertraut. Irgendwas habe ich. Das war seltsam vertraut. There are many theories about the origin of this shape and why this symbol mathematically resembling a Möbius strip has found its way to both human and extraterrestrial culture. Oh, was ist das? Oh, Strom ist weg. Strom ist weg. Kalkstein. Normal. Da ist Kalkstein. Fun fact. The planet you are on was found and named during a planet spotting event Marie hosted named Marie's awesome scientific search of the avant-garde exoplanets. Höhle. Deswegen ist die Folge jetzt trotzdem zu Ende. Wie hast du das benannt? Neue was Kartenmarkierung denn? Plus? Ich hab da Plus auch nicht gemacht. Oder was so. Du kannst entweder eine. Nö. Mit Plus kannst du Nein machen, mit Symbol also und Titelschreiben oder du tust einfach einen Stor hin. Zum Beispiel. Also jetzt bei Ressourcen. Ja, einen Stor und Kalk hingeschrieben. Normal. Übernehmen. So, jetzt sagt Tschüss, Gerwulf. Tschüss, Gerwulf. Also, danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Like und Kommentar war wunderbar. Und ein Abo natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.